Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel. Und zwar spielen wir heute, und erstmal ist wir gar nicht mal so verkehrt. Ja. Wir spielen zusammen ein kleines Point-and-Click-Adventure aus dem Hause der Bild- und Tonfabrik, und zwar Trüberbrook. Genau, das wurde in den letzten Jahren entwickelt. Da gab es eine große Kickstarter-Kampagne dahinter. Das Spiel macht so ein paar Sachen anders als klassische Point-and-Click-Adventures. Von der Spielmechanik her ist es trotzdem relativ ähnlich. Das Ganze gibt es, wenn ich jetzt zeitlich nicht viel versammelt habe, dann Anfang Mitte März auf Steam und auch auf ganz vielen anderen Plattformen. Kommt nämlich nicht nur für den PC raus, sondern auch für viele, viele andere Plattformen. Du kannst sogar auf dem Handy spielen oder so. Aber wir machen ganz klassisch hier auf dem Rechner. Und wir werden ein paar prominente Stimmen hören. Wir bei der Produktion oder zumindest bei der Konzeption. Ab und an war mal auch, glaube ich, der Vater von Monkey Island beteiligt, also teilweise prominente Besetzung, und sind wir mal gespannt, was so auf uns wartet. Ich habe jetzt erstmal eine Minute an Moderation voll gequatscht und dich nicht zu Wort kommen lassen. Ist gut, aber später, das ist ja eh storybasiert, das heißt ja, wir werden da schon ein bisschen bis auf das Rätseln wahrscheinlich etwas zurücknehmen und mal gucken, was das Spiel so mit sich bringt. Setting links unten sehen wir schon mal Trüberbrook in Deutschland 1967. Das schon mal so grob als Einführung, und ansonsten lassen wir uns einfach irgendwie überraschen. Mach einfach mal spielen. Welchen Spielstand hätten Sie denn gern? Hätten Sie gern die 1, die 2 oder die 3? Die 1. Die 1. Drücken Sie bitte die 1. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ruhig sein, weil vielleicht was kommt. Genau. Tja, der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Es sieht tatsächlich sehr seriös aus hier. Also wir haben jetzt ja quasi, ich vermute mal, das war jetzt unsere erste Aufgabe. Der Motor ist zu heiß und wir haben kein Benzin mehr. So würde ich jetzt mal spontan als erste Arbeitsanweisung bezeichnen. Aber gucken wir uns erstmal ein bisschen rum. Also wir haben jetzt klassische Steuerung. Wir können gucken, anfassen, vielleicht interagieren und sprechen. Ja. Gut, sprechen mit dem Motorrad. Sie hat gerade mit dem Motorrad gesprochen. Stimmt, das ist richtig. Dass das jetzt nicht mehr geht, du, das ist aber, guck mal. Kein, ne? Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Gut, die Aufgabenstellung habe ich verstanden. Das ist, glaube ich, auch eine unserer Protagonisten. Das kann gut die sein. Die wir jetzt gerade sehen, und zwar die Greta. Keine Chance. Nicht ohne Sprit und Kühlwasser. Okay, gut, das ist eindeutig unsere Aufgabe. Genau, und wo wir hier sind, wo wir später hinkommen. Wir sind an der Tankstelle. Wir sind an einer Tankstelle. Guck mal einfach mal. So, Sternenhimmel. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Und vor allem auch unter dem Dach durch. Das klappt sehr gut. So. Ich finde das aber schick. Also, das gefällt Tiny mir voll mit Rock dem. Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ja. Tiny Rock. Also kleiner Felsen. Ja. Der ist bestimmt, warte mal, es ist bestimmt irgendwo einer, der hier rumliegt. Ein ganz kleiner, das Steinchen da. Es ist bestimmt der Tiny Rock. Erstmal alles angucken, ne? Oh, ich muss ein bisschen in dieses Point-and-Click wieder reinkommen. Terracognita Scenic Highway. Nächster Ort, Longshot by the Sea. Klingt vielversprechend. Das sind Kilometersteine, schick. Mhm. Also man kann tatsächlich viel Kram angucken. Drin sieht es jetzt nicht so unglaublich gefüllt aus. Mein Vater hatte mal gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. So, jetzt. Achso, ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich zielgerichtet. Kein Saft. Ah, natürlich, es wäre ja zu einfach, wenn man da gleich. Also, Saft wahrscheinlich im Sinne von Stadum. Helfen uns diese Autoreifen bestimmt weiter. Ich bin davon überzeugt. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Aber ich muss jetzt erstmal sagen, also vom Grafikstil, ich glaube, man sieht, dass das ein bisschen anders gemacht ist. Es ist nicht ganz so zweidimensional. Es wird ja auch anscheinend, wie ich das mitbekommen habe, aus realen Kulissen wurden die Szenen hier nachgebaut und sind dann digitalisiert worden. Sieht und aber richtig aus. Auch der Kram mit dem aus. Schatten und sowas. Das ist echt. Es hat echt was, und wahrscheinlich ist es trotzdem relativ performancefreundlich, also auch für Leute, die mit dem Toaster spielen. Und dann geht's erstmal auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Da kriegen wir bestimmt Kühlwasser her.
Stimmt. Oder wir können das, den Strom davon... Keine Chance. Zugefroren. Ah, zugefroren heißt aber, es läuft. Ja. Also, gut, die Lampe, das hätte man auch an den... Das Strom existiert jetzt zumindest mal. So, guck mal, noch mehr Eis. Ja. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Ja, du, die vom Hansen, du, das ist ein Juden. Komm, setzen wir uns mal hin, eine Runde. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Ja, so denke ich mir das aber auch immer. Also wenn jetzt das nicht wäre, wenn das Problem nicht wäre, ach, dann ist ja eigentlich alles schick heute. Also ich vermute mal, die Tür wird der Schlüssel zum weiteren... Hallo, Tür. Da ist bestimmt jemand drin. Ah, wir rufen jetzt. Okay, gut, jetzt haben wir unseren ersten Dialog. Hallo, jemand da? Essen auf Rädern? Hallo, jemand da? Keine Steuerverhandlung. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Dort hat sich, glaube ich... Gut, nochmal? Die reagieren bestimmt auf Steuerverhandlung, oder? Steuerverhandlung, aufmachen! Gut, das war jetzt meine Idee. Essen auf Rädern? Ja, mit Essen. Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Pizzaservice. Bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Ja, ich vermute mal, da ist jetzt niemand... Abgeschlossen. Natürlich. Ach, guck mal, da... eine Regenrinne, gut. Als ob es hier jemals regnen würde. Ich hab mir schon gedacht, Mist, jetzt haben wir alle Dinger durch. Ah, was mache ich jetzt? Haben wir ein Inventar oder sowas? Ich glaube nicht. Sonst ja, du kannst es aber, glaub noch... Genau, man kann es noch benutzen. Hoffe mal, dass... Oh! Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Ja gut, aber das nicht regnet, sonst wird er natürlich rausgespült werden. Den nehmen wir einmal mit. So, jetzt gucken wir mal, ob irgendwo... Genau, wie sieht es denn jetzt inventarmäßig aus? Oder ist das dann automatisch bei Benutzen? Ah. Ja. Ah, oh, okay. Das ist cool. Okay. Muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen, aber das wird. Passt. Das war irgendwie zu einfach. Ja, habe ich mir auch gedacht, gell? So für den ersten Level. Du auch, gut, das ist wahrscheinlich so Tutorial-mäßig. Tutorial. So, gut, sprechen brauchen wir da nicht mehr. Dann gehen wir einfach mal rein hier, ne? Wow. Ist schon cool. Und gleich ganz andere Welt. Ganz guck mal, schön finster hier. Also, meine man Ketchup sieht da kaum und die Senf. Hand vor Augen. Haben wir noch da, ne? Also, wenn du Hunger hast, da sind alte Brötchen. Getränke, also kann mir jetzt nicht beschweren. Sieht voll cool aus. Also die Szenen sind echt fancy. Machen wir hier. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Okay, dann kann man damit bestimmt interagieren. Ein versteckter Schalter. Okay. Und auf einmal ward die komplette Tankstelle in helles Licht gehüllt. Das muss der Hauptschalter sein. So fühle ich mich beim Train-Simulator auch immer. Das ist ja mega cool eingerichtet. Wow. Ich weißt du, mich voll gemütlich. Ja. Das ist draußen so, ja, alles so, aber hier kann ich, hier würde ich bleiben. Schön. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nee, ich würde gerne hier drin bleiben. Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Ah ja, du, da waren wir auch dabei, oder? Ach, das war noch Zeit. Ich weiß ja nicht, wie alt die ist. Ja, wenn es 64 spielt. 67. Ja, meine ich ja. Ich kann mir so die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Was ist echt schön. Ich möchte mal wissen, wo ihr zu Hause von ist. Einem Büffel. Weißt du, voll so mit Rucksack, Backpack-mäßig. Ja, sie redet dauernd von zu Hause. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? Und um Reisen. Also, sie reist anscheinend gerne. Sie blickt aber nach zu Hause und wir versuchen wieder vor die Persönlichkeitszüge hier schon. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. So, dann. Oh, nimm welche mit. Ich wollte gerade sagen, nimm mal welche mit. Oh, das ist diese voll hier cool. Zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Ja, also als Straßenkarte kann man eine Postkarte. Ab vom Schuss. So, wir haben jetzt eine Postkarte. Okay, das heißt, ich kann mein Inventar nicht überblicken, aber wenn ich es gebrauchen kann, dann. Okay, gut, das ist schon mal. Guck mal, hast du Durst? XXL. Ohne nachfüllen. Oh. Puh, aber XXL, assi. Ne? Kein Free Refill. Ach, guck mal, aber ein Becher. Okay, gut, das können wir erstmal ein bisschen unser Inventar. Guck mal, da ist Saft. Gut, das haben wir erstmal hier, die Auslage. Ziemlich angestaubt. Ja, finde ich so auch. Guck mal, kann sie echt zu uns? Guck mal, da können sie mal angucken. Wir können mal hier ein bisschen. Ja, mehr oder weniger. Ja, glückliche sie Seele. Jetzt, ja. Glückliche Seele. Hab jetzt schon keinen Bock mehr.
will nach Hause. So, hier, ne? Ziemlich. Achso, das haben wir gerade schon. Aber man kann Dialoge abbrechen mit Klick. Mhm. Gut, das ist, Grill oder Heizung. Erstmal hier, machen wir mal. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm. Ach, die haben hier belegte Brötchen. Kirschkuchen. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Was, aber ich mag Kirschkuchen. Oha, jetzt ist wahrscheinlich gleich das Ziel, dass man mit dieser Person im Spiel jetzt keine persönliche Verbindung aufbaut. Ja, ja, genau. Machen wir hier mal. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Lässt die jetzt wirklich Geld da und kauft sich dafür Brötchen, wenn eh niemand da ist? Nein, die kauft sich keine Brötchen. Aber was ich vorher gemerkt habe bei dem Bild, du musst erst einmal manchmal gucken und dann kannst du erst interagieren. Ja. Also wenn die irgendwas sagt, jetzt ist was, da muss ich auch mich dran gewöhnen, dass das nicht sofort immer alles da ist. Ja, das ist aber gut, weil sonst jemand wie... Also wenn ich was überhaupt nicht... Okay, gut, ja, das... Damit das nicht so passiert, wie ich manchmal bei The Inner World, oh ja, das könnte man machen, dann klickst du es an, interagierst und dann stellst du fest, du hättest noch gucken können. Was ist das, Solarium oder... Den Grill. Schon wieder diese Musikbox. Atmosphärisch, würde ich jetzt mal sagen. Was wollten wir überhaupt hier drin? Ach, Strom. Wir wollten hier drin. Wir haben den Strom angeschaltet. Ja. Na gut, dann ist ja, können wir ja. Wir müssen noch das Eis irgendwie entfrosten. Ja, wenn das richtig funktioniert mit Strom, dann funktioniert das ja. Ah, da lag nichts. Okay, gut, wir können das zumindest mal tanken, ne? Das ist ja schon mal. Weil, was ist denn mit der Leitung hier? Die geht hier runter. Da ist noch ein Bild. Hm. Damit würde ich hier draußen keine 5 Meilen weit kommen. Ach, das ist doch schick. Durch die Tür durchgucken. Interessant. So. Jetzt, ja gut, ansonsten. Jetzt könntest du ja nochmal das Leitungskabel angucken, genau. Stromkabel. Ach so. Ja. Stromkabel. So einfach wie... Einfach. Jetzt ist es auch... okay, man kann also dann... Ach doch, man kann damit interagieren. Gut, das heißt, jetzt dass ich rausgehe. Okay. Gut, das heißt, man kann das auf jeden Fall schon mal hier tanken. Das ist ja schon mal Nummer 1. Andere Frage ist natürlich, wie ich an das Eis komme. Keine Chance. Hm. Zugefroren. Kommt noch. Wir tanken okay. jetzt erstmal. Wir erstmal hier tanken, ne? Hand wahrscheinlich, ne? Jetzt funktionieren sie wieder. Mega schön geil. Austrinken. Du bist ja halb verdurstet. Und wo bezahle ich jetzt? So. Das ist hinterfragt. Na gut, okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass sie zu warm ist, oder? Kühlt sie mit der Zeit selber ab? Nicht, bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. So, haben wir jetzt im Licht vielleicht ein paar neue Elemente hier, damit das jetzt nicht zu so Sternenhimmel ist, irgendwie ja, einfach existent. Aber wir haben jetzt aber Sachen gesammelt. Irgendwas muss ich doch mit den Sachen jetzt... hier ist ein... Haben wir den schon angeguckt? Nein. Das ist den Werkzeugkasten. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Ja, okay. Ja. Gut, das scheint mir auch tatsächlich ein relevanter Part für die Story zu sein, tatsächlich. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Ich glaube, mit der Zange... Nee. Nicht? Keine Chance. Zugefroren. Zange. Autoreifen brauchen wir auch nicht. Sag mal, können wir reingehen und mit der Kaffeemaschine eigentlich interagieren? Ich mag aber keinen Kaffee. Ich weiß. Ich bin Veganer. Ach nee. Aber wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt, weißt du? Das ist richtig. Ja genau, also einfach nochmal gucken, ob wir noch irgendwo... Was würde denn die ganzen Bilder... Das ist ja wahrscheinlich nur ein bisschen Story, oder? Das ist jetzt nicht so viel... Wir zwicken den aus und dann entfriert die... wir müssen aber erst eine Runde schlafen wahrscheinlich. Aha, wir haben jetzt nur das nach außen gekappt. Gut. Beruhigend. Stimmt. Und das entfriert natürlich immediately. Und dann nehmen wir Kühlflüssigkeit mit dem Becher ab, ja. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Boah, vor allem, es gibt dann nichts Widerlicheres als Schmelzwasser, Tiefkühler. Ich meine, du hast den neulich einmal... enttaut. Also ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, gibt tollere Sachen. So, wir wollen damit jetzt natürlich das hier, ne? Die atmosphärische Musik. Deine wohlverdiente Abkühlung. Ja, dann wunderbar. Würde ich sagen, ja, nachdem wir erfolgreich den Außenbereich unter Wasser wir gesetzt noch haben. Schrauben, kommen wir mal. Ich würde es ja zumachen und den. Weißt du, sie kann die Kühltruhe auch nicht ausstecken, ne? Dann muss immer alles kaputt machen. Ja. Finde ich aber kritisch. So, das hätten wir.
Okay. Los geht's. Ab dafür. Na denn? Und auf. Was hinterlässt den Laden offen und. Nun komm mit Musik. Schon. Spring an. Haha, klar, aber wie war das schon nicht alles? Die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Ja, da wenn der Betreiber kommt, der freut sich, du. Da kannst du mir aber glauben.